verschmackerlich. Heute gibt es wieder was ganz was Feines. Ich habe mir überlegt, heute machen wir einen Flammkuchen mit Feigen, Ziegenkäse, Ziegenkäse-Rolli, Rosmarin, ein paar Walnüsse drauf, Salz, Pfeffer. Super lecker. Hefeteig brauchen wir. Den habe ich allerdings schon vorbereitet, weil es wird eigentlich jeder kennen mittlerweile von euch. Hefeteig. Den habe ich schon aufgelassen. Der ist super gut geworden. Allerdings habe ich da jetzt ein Kilo Mehl genommen, zwei Hefe, Öl, 4 Esslöffel Öl, dann habe ich um die 300 ml Wasser dazu und 300 ml etwas warme Milch, Salz und Zucker. Dann ist gleich so warm. Eigentlich braucht man nicht so viel für den Flammkuchen und was man eigentlich auch nicht braucht für den Flammkuchen ist Hefe. Aber es wird bei mir ein bisschen fluffiger werden, der Flammkuchen. Und ich habe dann eher einen Pizzateig daraus gemacht. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr das Original möchtet, macht es ohne Hefe. Und wenn ihr es ein bisschen fluffiger möchtet, macht es mit Hefe. Aber was braucht man heute? Heute braucht man einen Ziegenfrischkäse. Dann braucht man frische Feigen. Rosmarin braucht man. Walnusskerne. Ich habe jetzt einen Tag gekauft, eine Ziegenrolle von Gut und Günstig, ein bisschen Olivenöl brauchen wir noch und eigentlich braucht man einen Ahornsirup, aber mir ist der Dattelsirup lieber und ist ja teilweise viel günstiger, obwohl der auch mehr Bio hat. Ja. Gut, Salz, Pfeffer, vielleicht ein feines Salz. 100 Grups mehr Salz. Und dann fangen wir an am besten. Was machen wir als erstes? Also der Teig hat geruht, den habe ich heute Vormittag vorbereitet. Den darf man jetzt dann nochmal schnell durchwurzeln. Gell? Haben wir dann nochmal durch und dann schneiden wir uns die Stücke ab, was wir brauchen für eine kleine Pizza und ein bisschen Backblech. Wenn wir nicht zu viel machen heute, ich mache dann später noch so ein bisschen drumherum. Und am Ofen heizen wir jetzt einmal vor. Und zwar tun wir den jetzt einmal auf Umluft, oben und unten und auf 225 vorwärts. Dabei dann wir den Teig kneten. So, da habe ich ein bisschen mehr gemacht, weil ein Teig, eigentlich braucht man ungefähr 300 Gramm Mehl für das, was wir heute machen. Aber ich mache da dann noch ein paar Semien draus und man kann dann am Montag wunderbar, ein paar Tage später, wenn man den im Kühlschrank aufbewahrt, noch ein paar schöne Fladenbrote machen in der Früh. Und gerade ein Fladenbrot, das liebt mein Kind besonders in der Früh. Das mache ich gern mit ein bisschen Wurst mit drin und ein bisschen Salat, Paprika und eine gute Sauce. Das ist eine ausgeglichene Mahlzeit für die Schule. Gell? So, jetzt tun wir den ein bisschen durchwursteln. Ist halt ein bisschen Arbeit, gell? Aber ein super Tag geworden wieder. Ich mache dann alle, braucht man auch gar kein Mehl jetzt nicht für den, das ist momentan hinfällig. Der ist so gut geworden. Den tun wir jetzt zur gleichmäßigen Wurst ausrollen. Und dann darf man die Feigen nur schneiden. So, jetzt haben wir den Teig vorbereitet. Ich habe dafür Pizzablech vorgenommen. Die schaut ungefähr so aus. Ich habe es umdreht auf einem Teig. Den Rest habe ich in einer Plastiktüte da und in den Kühlschrank. Da hält er jetzt mindestens zwei Tage, aber dann soll er da verarbeitet werden. Gell? Jetzt schneiden wir die Feigen. Und beim Rosmarin tun wir die Blätter runter. Bitte schauen, dass frische Feigen sind und die können wir ruhig die Schale dran lassen, weil wir kochen sie ja sowieso, beziehungsweise tun wir sie ja sowieso im Ofen brutzeln. Jetzt wollte ich schon ein bisschen überreif sein, die Jungs, aber gerade recht, so schmecken sie am geilsten. Ja. Aber die Feigen schneiden schön in kleine Scheiben. Kann man gleich alle machen.
Mit dem Rosmarin können wir noch ein bisschen warten. Beim Rosmarin ist dann ganz wichtig, auch die ist schön fest, die ist gut. Beim Rosmarin ist dann halt wichtig, dass wir dann wirklich nur die kleinen Blätter nehmen und die schön verarbeiten. Jetzt zeige ich euch einmal an einer schon, wie es weitergeht. Da haben wir jetzt dann den Ziegenfrischkäse auf. Also ihr müsst unbedingt einen Ziegenfrischkäse nehmen, gell? Wenn ihr jetzt sagt, ja pfui, Teufel, ein Ziegenfrischkäse, dann könnt ihr da ein bisschen mit Joghurt arbeiten. Und zum Joghurt könnt ihr dann auch noch einen Hüttenkäse nehmen. Dann hat das ungefähr die gleiche Konsistenz wie der Ziegenstreichkäse, gell? Weil es ist ja nicht eben sein Lieblingskäse, der Ziegenkäse. Also ich mag ihn gern. Und er ist ja gesund, gell? Ist er gesund? Ja, wird dann da verbreitet. Und da geht es dann gleich lustig weiter. So, Leute, jetzt geht's los. Jetzt tun wir, dass es nicht zu trocken wird, ein ganz kleines Olivenöl drauf. Aber ganz wenig. Gell? Ganz wenig. Jetzt haben wir die Feigen drauf. Die haben wir klockgeschnitten, genauso wie die Ziegenkäserolle. Also wir brauchen Ziegenkäse, Streichkäse und eine Ziegenkäserolle. Dass wir das nicht verwechseln. Gell? Darfst du mal ein bisschen näher hergehen, Selina? Dass das unsere Zuschauer sehen, was das da fabriziert wird. Da haben wir da noch übrig. So, dann basteln wir das da so hin. Dann kommt jetzt die Ziegenkäserolle auf. Die müssen wir jetzt auch noch schön verteilen. Wenn was übrig bleibt, dann muss man es essen. Ist jetzt nicht so tragisch bei Ziegenkäserolle. Ja, das ist jetzt der Clou bei der ganzen Geschichte. Schaut fürs Auge schaut schon mal brutal aus. Ja, jetzt ist leider kein Ziegenkäse übrig. Jetzt hätte ich gerne noch einen gehabt. Jetzt tun wir aber, muss man schnell kurz die Hände waschen. Jetzt tun wir das Ganze ins Rohr rein und den Rosmarin tun wir aber noch nicht auf und wird dann auch noch nicht Salz und Pfeffer rauf. Also Salz tun wir schon rauf und Pfeffer, aber noch nicht richtig krass, weil wir tun nämlich die Nüsse mit dem Rosmarin auf. 5 Minuten, 10 Minuten vor Schluss, je nach Temperatur, dass das Ganze dann nicht zu braun wird und der Geschmack soll ja von den Aromen, also die ätherischen Öle, was drin sind, im Rosmarin, dann schön drauf gehen. Und wir müssen ja nicht das verbrennen haben. So, jetzt tun wir noch einen Pfeffer auf ein bisschen. Nicht zu viel. Halt, ich habe extra eine Pfeffermühle gekauft, und wenn ich so einen Kaffee mache. Gut, und jetzt kommt der Sirup auf. Ich will bloß schauen. Den habe ich nicht aufgemacht, weil das nämlich wahrscheinlich ist da auch der Kimchi. Sirup tun wir jetzt nur auf den Ziegenkäse auf. Auf die Ziegenkäse rollen. Ja? So. Oh, der schmeckt fein brutal. Und jetzt tun wir es ins Rohr. So, in der Zeit jetzt, ich konnte jetzt bloß noch ein bisschen Ofen. Schaut recht gut aus. Da wir jetzt unseren Rosmarin klein schneiden, ganz klein. Den müssen wir wirklich ganz klar schneiden. Mh, das riecht. Wie ist vor mir? Hat mir schön den Finger geschnitten. Aber nicht schlimm.
Das Messer ist so scharf. Scheiße. So. Und die Nüsse machen wir dann auch ganz klein. Ganz wichtig. Und die können wir dann auch gemeinsam in der Schale packen und dann hauen wir das dann miteinander drauf. Aber wie gesagt, 5 Minuten bis 10 Minuten vor Schluss. Alle wieder kontrollieren, dass da nichts anbrennt. Der Teig muss so aufgehen wie auf der Pizza. Der Ziegenkäse verläuft. Das sehen wir dann eh gleich. So, jetzt den Pfeffer nochmal nachkontrollieren. Optisch wird das brutal. Das sage ich euch. Kulinarisch natürlich auch. Absolut vegetarisch. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Und die Nussel, die schneiden wir auch ganz klar. So. Ja, so da schon gehen. Gell? So, und jetzt haben wir überlegt, wir haben noch ein paar Schwammerl im Kühlschrank gehabt. Die müssen natürlich weiter. Da machen wir jetzt noch einen bunten Schwammerlsalat. Auch mit Ahornsirup. Sehr was Feines. Beziehungsweise Agaven- oder Datensirup. Schaut einmal das um, wie das ausschaut. Brutal. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal in unseren Ofen nachschauen. Ja. Jetzt. Jetzt wird es schon ein bisschen braun. Die braucht noch ein bisschen. Aber wir können jetzt einmal unsere Datteln-Rosmarin-Mischung aufheben. Und den Rest dann mit unserem Salat rein. Und dann tun wir das Ganze noch, wie gesagt, für ein paar Minuten in den Ofen. Ja. Und gut beobachten, leider jetzt. Nicht aus den Augen lassen. So, schaut mal die Köstlichkeit an. Super. Also die eine habe ich jetzt ein bisschen brauner lassen, werden lassen. Die schaut dann auch so aus. Haben wir auf dem Teller schon hergekriegt. Selina, vielleicht tust du einmal um. Ich habe dazu noch einen Schwammerl-Zwiebelsalat gemacht mit Rosmarin, Sesam und Walnüssen und Sirup. Schmeckt fantastisch mit frischem Meersalz. Und da haben wir jetzt unser lecker Küchlein. Gell? Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Euer Müller Verschmackerkich.